So, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Trine. Ich habe gerade eben überhaupt nicht gesehen, wo ich eigentlich hin muss. So, aber jetzt für den Anfang, da oben gibt es ja immer noch. So, für den Anfang haben wir jetzt auf jeden Fall mal eine Lösung. Wir müssen ja quasi dieses Feuer hier löschen. Dazu brauchen wir diesen... Ach, manchmal bin ich echt bescheuert. Dafür brauchen wir natürlich diesen wunderschönen Springbrunnen. Und ich habe inzwischen auch schon gleich eine Idee gehabt. Also manchmal, wenn man echt übermüdet ist, da kommt man auf die offensichtlichen Dinge einfach gar nicht. So, also, ich habe die Idee jetzt natürlich noch nicht ausprobiert. Momentan bin ich eigentlich an dem Punkt, wo ich... Frage, gut, ich wollte jetzt eigentlich den Spaß haben. So, wir spritzen also quasi bis dahin. Und das funktioniert dann aber nicht mit dem Löschen. Das heißt, ich würde ganz gerne hier jetzt eine Kiste hinbauen. So, wunderbar. Und dann darf hier sowas laufen. Okay, vielleicht ein bisschen länger. Okay, und dieses Brett darf maximal bis zu den Flammen gehen. Also so. Ja, wunderbar. Dann haben wir das auch erledigt und können schon weiter. Ich nehme mal wieder den Ritter. Der Ritter stellt um auf den Schild. Und der Ritter hat eine Feuerkanone. Warum auch immer er gestorben ist. Okay. So, dann würde ich ganz gerne nochmal den Ritter nehmen und der darf jetzt den Hammer nehmen und dann darf der dieses Ding kaputt machen. So. Und dann schießen wir mal in diese Richtung. Ja, ausgezeichnet. So, ich wusste noch nicht, was ich da tue, aber ich wusste, dass dieses Spiel im Grunde genauso tickt, dass es mich nämlich komische Sachen machen lässt. Wunderbar. Ich möchte natürlich hier hinten auch erstmal... Ah. Ja, das war jetzt gut. Das war noch viel besser. Wunderbar. Oh, ist gezeichnet. So, und dann geht's hier auch schon wieder weiter. So, den nehmen wir mit. Genau. Zack. Und wunderbar. Dann können wir uns mal die Stufen anschauen. Also ich freue mich gerade ein bisschen, dass wir jetzt einfach direkt eingestiegen sind und gleich weitergekommen sind. So, wir haben schon wieder Zauberitis. Was wollen wir denn? Metallmagnetisierung. Schwerkraftreduktionsfeld. Das können wir natürlich auch machen. Tarnverkleidung. Da brauche ich ja wahrscheinlich erstmal... Okay. Was ist das da? Feuerschwert. Okay, und was wäre das da?
Oh, auch nicht schlecht. Aber eigentlich würde ich ganz gerne diesen Lenkdrachen haben. Diesen Lenkdrachen haben. Deswegen machen wir das hier jetzt so. Dich. Ja, wunderbar. Was ist denn das? Anstürmen. Okay, das wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Ich würde jetzt ganz gerne allerdings eine Fähigkeit... Was ist denn das jetzt? Ach, Planke. Planke ist cool. So, Anstürmen ist eigentlich auch cool. Feuerschwert. Mal schauen, wie die Verteilung aussieht. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Hier, 1, 2, 3, 4. Das heißt, eigentlich braucht die hier noch was. Und da würde ich doch den Schwebedinger nehmen, oder? Wunderbar. Okay. Für mich ist es aber... Okay. Halte den Schild... Ach, halte den Schild über den Kopf, um zu gleiten. Okay. Wunderbar. Das machen wir doch jetzt, indem wir das da machen und dann hier... Ne, den da machen. Komm. Ah. Schön. So, Schwerkraft. So, dann brauche ich dich und du machst dann mal den da. Dann machen wir hier so. Hihi. Okay. Also, dieser Schwerkraftreduktionsschild, das ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig, muss ich sagen. Ah, wunderbar. Heilung haben wir jetzt auch bekommen. Das ist gerade ein bisschen ungünstig. B, ist das da? Ah. Okay, ein Katapult. Das wollen wir jetzt aber später machen, weil ich als erstes mal diesen Schwerkraftreduktionsschild ausprobieren möchte. Das da, Schwerkraftreduktionspfeil. Wenn ich den gedrückt halte, komme ich aber ins Menü. Wenn ich... Ich habe keinen Knopf da mehr. Also Feuerbogen und Eisbogen kann ich umschalten. Da kann ich noch was machen. Ich kann hier unten den Enter haken. Ich kann hier hin und her schalten. Hm. Ach, ich habe den Knopf... Ah, ich habe den Knopf auf... Ja. So, dann würde ich doch sagen, da müssen wir das Menü mal ändern. So, dann würde ich sagen, Einstellungen. Steuerung konfigurieren. Okay. Dann bedienen wir das mit der Maus. So, und dann würde ich ganz gerne Taste 11. Haha, habe ich ja gar nicht. So. Dann würde ich hier ganz gerne sagen, du, Taste 7. Dann, das ist momentan mein Enterhaken. Aber das passt schon. Sagen wir speichern. Sagen wir zurück. Sagen wir zurück. Sagen wir zurück. So, und dann würde das bedeuten.
Ah, so aktiviere ich den. Und dann kann ich sagen... Okay. Dann schauen wir doch mal, ob wir uns unsere Superhelden wiederholen können. Dazu brauche ich jetzt mal den Ritter, der auf den Schild geht. Und dann hier. Super. Hier hinten gab es ja irgendwo... Genau, eine Vase. So. Ah, Sekunde. Kann ich damit hier vielleicht dann sagen? Nein. Da war ja auch noch was, was ich unbedingt machen wollte. Kann ich mit dir vielleicht sagen, du da? Na, na, na? Kommst du? Okay, dann würde ich ganz gerne den Magier nehmen und zum Magier sagen. Wie kann der Magier da nichts machen? Der Magier muss... muss den Pasta nehmen. Können wir hier vielleicht sagen, das Wasser sinkt, wenn nein, hopp, genau. Wenn das Wasser woanders hinläuft. Das heißt, ich bräuchte hier nochmal eine Kiste. Eine kleine Kiste. So, dann würde ich dich doch mal nehmen. Zu dir hier sagen... Ah ja, toll. Es geht da jetzt eigentlich einfach nur darum... Mano. Es geht da jetzt eigentlich nur darum... Okay, gut, das funktioniert also nicht. Und ja, das Wasser sinkt, so wie das aussieht. Okay, dann nehmen wir dich nochmal und sagen zu dir Schwerkraftreduktionspfeil. Naja gut, komm, das lassen wir jetzt. Wir gehen einfach weiter, lassen wir das halt da liegen. Wie gesagt, wir haben im Hauptspiel genug gesammelt. So, dann düsen wir hier mal weiter. So, und dann können wir hier sagen... Schwerkraftreduktionspfeil. Ja, wunderbar. So geht's auch. Ausgezeichnet. Und dann bedeutet das da unten, das ist eine Kampfarena. Zurück in die Sümpfe mit euch. Upsale.